Es ist wichtig, deinen Monitor richtig einzustellen, damit du keine Rücken- und Nackenprobleme bekommst. Einen ergonomischen Monitor kannst du bewegen und ihn somit an deine Haltung anpassen. Achte beim Einstellen darauf, dass die Oberkante deines Bildschirms auf Augenhöhe ist. Ein Monitorarm bietet dir noch mehr Optionen, um deinen Monitor einzustellen. Und was auch praktisch ist, du hast noch etwas Platz zwischen Schreibtisch und Monitor, wo du ein paar Kleinigkeiten hinstellen kannst. Wenn du darüber nachdenkst, dir einen ergonomischen Monitor anzuschaffen, solltest du auf ein paar Dinge achten, wie zum Beispiel, wie viel Platz du hast. Wenn du einen großen Schreibtisch hast, kannst du zwei Monitore anschaffen, damit du mehrere Fenster gleichzeitig geöffnet hast. Wenn du aber einen kleinen Schreibtisch hast, so wie bei mir zum Beispiel, ist es wahrscheinlich praktischer, einen Monitor zu haben und zum Beispiel noch mit einem Laptop zu arbeiten. Du solltest auch darauf achten, dass du dir einen Monitor mit einem Blaulichtfilter anschaffst. Dieser sorgt dafür, dass deine Augen am Ende eines langen Arbeitstages weniger müde sind.